Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft Take It Together Classic, was auch immer, Freunde. Hier ist euer Ruby. Alleine hat sich ein bisschen verzögert mit den ganzen Parts, aber ich musste mal wieder ein bisschen hier aufnehmen. Und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich das doch einfach mal, weil es sonst einfach zu wenig Videos gibt. Und ich hatte lange nicht gespielt, deshalb muss ich hier gerade mal so ein bisschen was umstellen. Der Sound ist irgendwie ziemlich laut gerade, aber das kann ich im Nachhinein zum Glück noch verändern. So 60 FPS passt. Toll, Mikro-Ruckler. So, ich hatte hier ganz schön viel Zeug im Inventar und zwar hat das Folgendes auf sich. Ich habe mir gedacht, ich kümmere mich mal darum, dass das hier hinten noch ein bisschen unsicher aussieht, aber wieso kriege ich das Ding hier eigentlich nicht? Das Ding ist fast voll, das Ding ist leer. Ich habe noch Zeug dabei, das haue ich jetzt einfach mal eben in die Generatoren rein. Hä? Warte. Mysteriös, gut. Ich habe mich hier einfach mal damit beschäftigt, das hier ein bisschen so aufzuräumen quasi. Ist hier noch was in den Tables drin? Ich hoffe mal nicht. Das Ganze habe ich offscreen gemacht, weil es einfach sonst so langweilig gewesen wäre. Ich habe halt so energiesparend, Platzsparend, nicht energiesparend, genau. So, ich wollte jetzt eigentlich einen Kompressor mal bauen. Dazu brauche ich so ein Electric Circuit, Refined Iron. Refined Iron, Redstone haben wir noch dabei. Und Kupferkabel auch noch. Ich gehe mal lieber runter, weil hier sieht es gerade nicht so freundlich aus irgendwie. So, legen wir... Nein, genau falsch. So, hier müssen wir uns das mal hinlegen. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wozu brauchen wir den Kompressor? Entschuldigung, bin immer noch etwas erkältet. Was heißt immer noch? Das könnt ihr ja nicht wissen. Aber, ja, mir geht's gerade... Okay, also nicht allzu gut. So, habe ich noch Maschinenblöcke. Ich glaube, hatten wir keinen mehr. Aus Refined Iron hatten wir die gemacht, richtig? Machine Block. Und dann brauchen wir hier... Ach cool, ich habe sogar noch Stone dabei. Den hatte ich gebraucht, um hier die Wände ein bisschen auszukleiden. Habe ein bisschen was offscreen gemacht, damit euch das jetzt nicht so für ablenkt quasi nervt. Den haben wir einfach mal hier hin. Und ich bin mir gar nicht mehr hundertprozentig sicher gerade, wofür wir den Kompressor überhaupt brauchten. Also wir können beispielsweise aus Schnee Eis machen, das ist das Coole, aber ich glaube, das war der Messerator, bei dem man hier was mit dem... Alter, ist das laut? So, ich brauche mal eben hier diese beiden Q-Tabs und dann... Hier ist noch was. Ich hatte das schon mal abgeerntet hier vor kurzem. Boah, wieder dieser Mikro-Ruckler, immer 80 FPS und dann plötzlich... Komm her! Ach, da kann er darüber. Ach, so ein... So ein hinterhältiges. Was? Wo ist denn das hin? So ein hinterhältiges Insekt, würde ich sagen. Hier. Wir brauchen das nämlich gerade mal. Wir müssen gerade mal was schauen. Meine Fresse, bin ich nur so blind? Ach, da. Blub. Da hinten. So, haben wir sogar noch aufgenommen. So. Oh mein Gott! Och, Kacke, der hat uns das ganze Zeug weggesprengt, ey. Das ist geil. Wo kommt der Sack eigentlich her? So ein Mist, ey. Wir werden das ganze Loch jetzt mal ausfüllen, weil es ist ja immerhin in der Nähe unserer Behausung. Nachts rausgehen, ganz schlechte Idee. Kann ich nicht empfehlen. Ja, ich muss das jetzt eben reparieren, ich hier wieder auf die Uhr gucken, genau. Ich das wieder vergesse. So, Erde haben wir nämlich genug. Das sollte uns eigentlich nicht stören. Spinne, war das an uns gerichtet? Ja, war es, aber wieso habe ich sie dann nicht gesehen? Blindfisch, ey. Ich habe hier noch Furnaces. Ich habe noch meinen Ofen. Wie das Spiel einfach nicht reagiert. Ich bin echt eingestaubt oder keine Ahnung was. So. Spinnenauge. Meine Fresse, jetzt hör doch mal auf, mir das ganze Zeug ins Inventar zu tun. So, ich habe noch ein bloß Eisenschwert. Ich brauche aber mehr Zäune. So, jetzt habe ich es. Habe ich noch... Nein, natürlich habe ich kein Holz dabei. Was sonst?
Ja, das müsste reichen. Jetzt schnell hier, ehe hier irgendwelche Mobs wiederkommen. Ich liebe Mobs. Die wollen uns immer töten. Ich hoffe, wir hatten jetzt nichts in irgendwelchen Kisten noch drin, aber ich vertraue einfach mal drauf. Wäre nämlich ziemlich mies. Fuck, den habe ich noch genau. So, ey, Mist, ey. Die Fackeln hat es natürlich nicht erwischt. Das ist wunderbar. Luftattacke, ey, Spinne. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha. Ja, da kommen wir nicht ran. War jetzt noch irgendwas? Nee, das hat er uns ja weggesprengt gehabt. Ich dachte gerade, ich höre schon wieder einen Creeper, ey. Paranoia hoch 10. Ich hasse Zombies. Vor allem, wenn sie mich bei der Arbeit stören. Wir kommen einfach nicht dazu, das zu machen, was wir machen wollen. Ach, so ein Blödsinn, ey. So, bringt das jetzt was, wenn wir das hier reinlegen? Ich denke, das wäre nämlich... Genau. Damit konnte man so das herstellen und wir brauchen aber einen Messerator. Aber ich weiß nicht mehr, wie das geschrieben wird. Ne? Ist das Ding schon irgendwo hier dabei? Hallo? Wie zur Hölle sieht ein Messerator aus? Mess. The fuck? Cool. Keine Ahnung. Hallo? Kann der Elektrik... Ups. Ups. Ja, auch das geht nicht gut. Müssen wohl oder übel hier rein tun, sind die Bedboxen mittlerweile voll. 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 Und hier hinten haben sie alles verbrannt. Wow, da bin ich ja schon fast stolz auf die Jungs. Wir bauen uns noch ein paar Bedboxen, unseren Energievorrat hier voll machen. Wir brauchen Batterien und Holz. Holz haben wir oben, Batterien auch. Zum Glück hatte ich da mal genügend gemacht schon. Keine Mobs, keine Mobs. Was hat das mit Glas hier drin zu tun? Nee. So, Batterien. Wo ist denn jetzt hier das Zeug, was ich da rein tun wollte? Hier. Meine Fresse, ey. Ich bin gerade viel spanisch wegen dem Creeper. Ich mag irgendwie nicht, dass uns das nochmal passiert. Der nämlich leicht doof. Nicht nur für uns. So, wir brauchen das hier und dann noch die ganzen anderen Sachen hier. So. Hallo? So. 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 Lass mal schauen hier. So, genau, wir brauchen so. Bedbox hier. So. Drei Stück, immerhin. Besser als nichts. Oh, die müssen wir jetzt exakt. So, die lädt voll, die wird leer. Genau, so soll es sein. So. Die Öfen sind leer. Na super, hallo? Wieso kann ich dieses Kabel nicht mehr einsammeln? Das ist doch... Das ist doch zum Heulen, ey. So. Jetzt haben wir hier einen... Ah, Nase krabbelt. Einen vernünftigen Energiespeicher. Also hier die ersten beiden, die dürften ja voll werden. Aber dann hat der hier keinen Strom mehr. Das ist ein bisschen das Problem, schätze ich gerade mal. Dass wenn der hier leer läuft, die beiden hier, also das Ding hier hinten keinen Strom mehr hat. Nee, überlegen. Zombie? Oben drüber, hoffe ich mal. So, wir haben noch Haufen Zeug dabei. Ich frage mich gerade, wo ich das her habe. Hatte ich das noch im Inventar tatsächlich? Tanks nur. Das hört sich aber nach Tag an, ja, das hört sich tatsächlich nach Tag an. Nach Tag, an dem noch Zombies leben.
Na, nicht mehr lange. So. Hab ich überhaupt noch was? Ja, ich hab so noch was dabei und ich dachte, ich hätte da. Der braucht trotzdem noch 3 Schläge. Das ist ja schon eine Frechheit hier irgendwo. Hatten wir nicht mal Diamanten? Ja, hatten wir, ne? Wie heißt denn dieses Ding? Wo man auf. Ne, Bench, oder? Charging Bench, genau. Mark 1. Kupferkabel, unisoliertes. Das sollten wir doch hinkriegen. Ach, wir haben sogar noch Kupfer dabei. Das ist doch schön. Ich mache das lieber gleich unten. Nicht aus Angst, das ist der Tag, aber. Sicher, sicher. So. 6 Stück. Wie viel braucht man denn? Ich glaube 6. Ja, 3 sogar nur. Das ist super. So. Ich will Holz. Wieso vergessen wir immer unser Holz? Ich nehme mir jetzt mal einen großen Batzen hier mit ins Inventar. So. Damit dürfen wir jetzt erstmal genug haben. Von Erde haben wir auch genug. Wir haben von ziemlich vielen genug. In dem hier war ich jetzt. Das darf ich hier erstmal. Wisst ihr was? Ich will das jetzt erstmal alles hier raus. So. So, haben wir 48. Das sollte dick genügen für alles, was wir in den nächsten Jahren machen werden. Naja, ihr wisst, wie ich das meine. Hoffe ich. Charging Bench. Wo kommt denn die hin? Da. Ah! Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt absolut nichts gesehen. War hier nicht irgendwas? Ah ja, hier waren noch 3 unisolierte Kupferkabel drin. Und hier müssten noch... Genau... 32 Stück haben wir schon. Ich sortiere jetzt erstmal in unsere Kiste hier ein, damit wir hier wieder voll haben. Quasi so. Was habe ich denn eben? Ah, oh, ne, das war schon richtig. Ich dachte, ich hätte gerade was Falsches reingetan, aber da habe ich mich wohl geirrt. Kabel. Ansonsten dürfte das Tungstenohr. Kommt noch mit hier rein und Kupfer natürlich auch. Wohin sonst? Ein Schild? Wieso trage ich ein Schild mit mir rum? Kann mir die Frage mal bitte jemand beantworten? Den Stein, keine Ahnung. 10. Blind, ey. Wie ein blinder Fisch auf dem Trocknen. Aber wir könnten gerade so mal, fällt mir ein, eventuell, aber vielleicht nur so, nehmen wir mal ein paar Stacks Erde mit. So. Brauche, glaube ich, noch mehr Zeude. Ah. Wir gehen jetzt nämlich mal zu unserer Farm. Wieso sind die Waypoints hier weg? Achso, ja, genau. Stell mich einfach mal genau hier hin. Ah ja, ist der richtige. Haus. Ganz unverbindlich und unschick. Dort in den Eingang geklatscht. Und unsere Mine, wollte ich gerade schon fast sagen. Nein, unsere kleine. Hier hinten, genau. Unsere kleine Mini-Farm soll das werden. Was heißt Mini? Wir brauchen natürlich irgendwie eine Nahrungsversorgung. Und je eher wir mit der anfangen, desto besser halt. Ah, das war auch ein Creeper vor Ewigkeiten. Ewigzeiten. Hopp. Hier, das soll die Farmfläche werden, quasi. Timbermod, genau, haben wir hier leider nicht drin. Hatte zwischendurch mal ein bisschen Take It Light gespielt. Da gibt es den ja aber hier nicht, ja. Leider. Weil mit dem macht es so einiges einfacher. Ich werde hier gerade halt jetzt mal noch die Bäume abholzen, damit wir dann im nächsten Part hier anfangen können, vernünftig zu basteln. Und dann stellen wir einfach mal die Farm fertig. Vielleicht pflanzen wir sie noch nicht, aber... Wir werden auf jeden Fall schon so weit kommen, dass wir so die erste Parzelle quasi gemacht haben. Ich will auf jeden Fall irgendwas Automatisches machen mit Wasser, dass es dann abspült. Also wird ein etwas größeres Projekt, schätze ich mal. Den großen Baum lassen wir erstmal stehen. Ich räume mal hier hinten 3. Da denkst du, der Block ist schon abgebaut, dabei ist er noch da. Ein bisschen ungünstig. Der hier hinten muss weg. Und da hätten wir wieder unser Holz, ne? Das wir jetzt eben verbraucht haben, das hätten wir jetzt wieder drin. Auch schön.
so diesen Hügel, den hat man schon mal zur Hälfte angegraben. Ich glaube, ich werde ihn auch nicht weiter graben, aber das hier oben, das stört schon so ein bisschen. Deshalb kommt es weg. Ist ja auch ein bisschen doof, wenn die Farm dann umgeben ist so von Bäumen. Dann findet man die erstens nicht und zweitens, ja, Mobs können da sich wunderbar verstecken und dann über die Felder hopsen. Und das haben wir nicht gerne. Weil dann gehen unsere Felder nämlich kaputt. Alles kaputt. Hey, wieso hab ich da... I don't know. Wir müssen das bald mal noch abmessen hier richtig. So. Die hier nehmen wir auch noch mit. Meine. Und dann beginnen wir jetzt gleich im nächsten Part zu vermessen und kümmern uns darum, dass das hier alles wirklich richtig schön hergerichtet wird. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und da habe ich dann auch noch was Kleines, naja, Besonderes anzusagen.